Diese Frage über Albus Dumbledore wurde noch nie öffentlich beantwortet, aber heute ist es soweit. Im heutigen Video tauchen wir tief in ein Geheimnis von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, ein und versuchen, eines seiner geheimsten und düstersten Rätsel zu entschlüsseln. Schon im ersten Kapitel, Das Stein der Weisen, erwähnt Dumbledore während eines Gesprächs mit Professor McGonagall eine ganz spezielle Narbe. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Narbe, an die du jetzt denkst, die von Harry Potter, sondern um eine persönliche Narbe von Albus Dumbledore selbst. Wenn du an emotionale Wunden denkst, ergibt dies durchaus Sinn, denn Dumbledore, der ein ereignisreiches Leben geführt hat, wäre mit solchen Narben bedeckt. In diesem Kontext spricht Dumbledore aber tatsächlich von einer realen Narbe. Er reagiert auf McGonagalls Frage, ob er Harrys Narbe entfernen könnte, mit den Worten: "Auch wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Narben können sehr wertvoll sein. Ich habe selbst eine Narbe über meinem linken Knie, die einer exakten Karte der Londoner U-Bahn entspricht. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Londoner U-Bahn ist das öffentliche U-Bahn-Netz in London. Hierbei spielt Dumbledore auf die U-Bahn-Karte an, die von Pendlern in der U-Bahn wirklich genutzt wird. Diese Karte ist jedoch nicht einfach eine genaue Abbildung der Eisenbahnlinien auf einer Londoner Karte. Vielmehr handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung der Linien, um sie für die Benutzer leichter verständlich zu machen." Einige mögen diese kleine Andeutung vielleicht als scherzhaft betrachtet haben, doch J.K. Rowling hat mittlerweile bestätigt, dass die Narbe an Dumbledores linkem Knie tatsächlich existierte. Das Rätselhafte daran ist jedoch, dass sie nie preisgegeben hat, wie er diese Narbe erlangt hat. Sie wich sogar der Antwort aus, als sie 7 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Buches öffentlich darauf angesprochen wurde. Was ist die Geschichte hinter Dumbledores Narbe von der Londoner U-Bahn? Vielleicht wirst du das eines Tages herausfinden. Ich habe eine besondere Vorliebe für diese Narbe, sagte sie. Nun, 25 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buches, bleibt diese Frage wie viele anderen auch weiterhin ein Mysterium. Heute werden wir uns allerdings intensiv mit dem Geheimnis von Dumbledores berühmter Narbe auseinandersetzen. Ich bin da auf zwei sehr unterschiedliche Theorien gestoßen. Die erste besagt, dass Dumbledore die Narbe erhielt, als er versuchte, seine Schwester Ariana zu verteidigen. Als Ariana erst 6 Jahre alt war, wurde sie von 3 Muggeljungen brutal attackiert. Dieses Ereignis führte dazu, dass sie dauerhaft Schwierigkeiten hatte, ihre magischen Kräfte zu beherrschen und dass der Vater der Familie, Percival Dumbledore, ins Gefängnis kam. Als Percival von dem Angriff auf seine Tochter erfuhr, verlor er die Kontrolle und konfrontierte die 3 Muggeljungen in einem Wutausbruch. Für seine Taten wurde er ins Gefängnis von Azkaban gebracht und nach seiner Inhaftierung zog die Familie nach Godric's Hollow. Da Albus Dumbledores Vater nicht mehr präsent war, spürte Albus selber die Verantwortung, für seine Familie da zu sein. Wer würde Ariana schützen, wenn Percival hinter Gittern saß? Die erste Theorie, die ich gefunden habe, ist, dass Ariana nach dem Umzug nach Godric's Hollow weiteren Anfeindungen ausgesetzt war. Ohne Percival musste Albus nun handeln, es lag in seiner Verantwortung. Bei einer bestimmten Gelegenheit, als er Ariana verteidigte, erlitt Albus einige Verletzungen, die sich als Narbe manifestierten, die seltsamerweise einem Plan der Londoner U-Bahn ähnelte. Trotz seines Wunsches, diese Schurken zu überwinden und sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen, war es Albus selbst, einer der mächtigsten Zauberer seiner Ära, nicht möglich, seine beeindruckenden magischen Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Denn hätte er dies getan, hätte ihm ein ähnliches Schicksal wie seinem Vater der Inhaftierung in Azkaban gedroht. Anstatt Gewalt anzuwenden, ertrug Albus die Misshandlungen und sorgte dafür, dass seine Schwester entkommen konnte. Dieser Vorfall machte klar, dass Ariana zu verletzlich war, um alleine zu sein, und die Familie bemühte sich, ihr ein interessantes und sicheres Leben zu bieten. Du magst dich nun vielleicht fragen, ob Dumbledore nicht besser auf diese Narbe verzichtet hätte. Warum sollte er bitte eine Erinnerung an einen Moment bewahren, in dem er misshandelt wurde? Nun, die Wahrheit ist, dass Albus in seiner Jugend wenig zum Schutz seiner Schwester unternommen hat und ihr tragischer Tod, der teilweise auf seine Entscheidungen zurückzuführen war, zählt zu seinen tiefsten Bedauern. Dieser Verlust führte dazu, dass Dumbledore den Ring von Marvolo Gaunt trug und keine Angst vor dem Tod empfand. Für ihn war der Tod lediglich eine Möglichkeit, vielleicht seine Schwester wiederzusehen und sich für seine Fehler zu entschuldigen. Die Narbe an seinem Knie erinnerte ihn stets daran, dass er alles in seiner Macht Stehende tun musste, um seine Schwester zu schützen und nicht von seinen Emotionen überwältigt zu werden. Er schätzte die Narbe, da sie eine zutiefst liebevolle Geste gegenüber seiner Schwester verkörperte, der er nicht oft beistand. Es markierte den einzigen Moment, in dem er wirklich aufstand und die Rolle des beschützenden großen Bruders einnahm, die sie so dringend benötigte. In der Hoffnung, dass sie im Tod wieder vereint wurden, liegt eine zweite Theorie nahe.
Dumbledores Narbe stammt aus einem epischen Duell mit Grindelwald im Jahr 1945. Dieses Duell ist in Dumbledores Gedächtnis tief verankert und wird von vielen als das beeindruckendste Zaubererduell aller Zeiten betrachtet. Diejenigen, die Zeugen dieses Kampfes zwischen den beiden herausragenden Zauberern wurden, berichten von einem Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht angesichts ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dumbledores Sieg und dessen Auswirkungen auf die Zaubererwelt gelten als Wendepunkt in der Geschichte der Zauberei. Albus Dumbledore zeigte sich nie stolz oder überheblich. Er vermochte es, in jedem Individuum einen inneren Wert zu erkennen, unabhängig von dessen scheinbarer Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass seine frühen Erfahrungen ihn im tiefen Maß an Menschlichkeit und Mitgefühl prägten. Könnte es möglich sein, dass Dumbledore seine Narbe von der Londoner U-Bahn erhielt, weil er sich dort mit Grindelwald duellierte? Bei der Vielzahl an herumfliegenden Zaubersprüchen klingt es nicht völlig unwahrscheinlich, dass ein Zauber von der Wandkarte reflektiert und in das Muster eingewoben wurde, bevor er schließlich in Dumbledores Haut einschlug. In der Welt von Harry Potter weisen die Zaubersprüche eine Vielzahl von eigenartigen Eigenschaften auf, und dies könnte genau die Art von ungewöhnlichem, aber bedeutsamem Ereignis sein, das Dumbledore widerfahren könnte. Ein potenzielles Problem bei dieser Annahme ist jedoch, dass die jüngsten Fantastischen Tierwesen-Filme hauptsächlich in Ländern außerhalb von Großbritannien spielen. Ich hatte stets den Eindruck, dass ihr letztes Duell in Grindelwalds Heimatland ausgetragen werden würde. Dies wird weiterhin durch die Tatsache unterstrichen, dass Grindelwald letztendlich in Normengard und nicht in Azkaban-Gefängnis festgehalten wurde. Wenn Dumbledore die Narbe tatsächlich durch dieses Ereignis erlangte, warum sollte er sie dann als etwas Positives betrachten? Angesichts der engen Beziehung zwischen Gellert Grindelwald und Albus Dumbledore könnte man annehmen, dass eine solche Narbe schmerzliche Erinnerungen wecken würde. Doch hier liegt das Wesentliche. Das Besiegen von Grindelwald war nicht bloß negativ. Durch seinen Triumph trug Albus Dumbledore maßgeblich dazu bei, die Zaubererwelt und zahlreiche Leben zu schützen. Er stellte das Wohl anderer über sein eigenes, und obwohl er gegen einen Mann kämpfen musste, den er einst schätzte, gelang es ihm, den Tag zu retten und Grindelwald gleichzeitig auch am Leben zu lassen. Grindelwalds Niederlage führte auch zu einem Wandel in seiner Perspektive. Nach seiner Überwindung durch Dumbledore erkannte er schließlich seine Fehler, und dies manifestierte sich darin, dass er keinen Versuch unternahm, aus Normengard zu fliehen. Er war sich bewusst, dass er die Konsequenzen dafür tragen musste. Für Dumbledore muss es eine tiefe Zufriedenheit gewesen sein, Grindelwald in dieser Position zu sehen, trotz der Anstrengungen, die nötig waren, um diese Einsicht zu erlangen. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Glaubt ihr, dass der Grund für Dumbledores Narbe ein anderer ist, oder stimmt ihr mir zu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da für den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.